Ein Kind fragt, wo geht eigentlich die Zeit hin, wenn sie vergangen ist? Oder ein Kind bemerkt, dass die Uhrzeiger immer im Kreis drehen und fragt, wieso hast du eigentlich keine Zeit, wenn doch immer neue nachkommt? Dazu gilt es zu wissen, die Vergangenheit existiert nur im Hier und Jetzt. Die Gegenwart existiert nur im Hier und Jetzt. Die Zukunft existiert nur im Hier und Jetzt. Alles hat seine eigene Zeit. Das Gras wächst nicht schneller, wenn wir daran ziehen. Auch die beste und gesündeste Nahrung nur in sich hineinzustopfen, genügt nicht. Um Weisheit zu erfahren, müssen wir diese geistige Nahrung erst noch verdauen, bevor die Weisheit entsteht. Diese Verdauung benötigt auch seine Zeit. Und während der Verdauungszeit sollten wir nicht immer noch zusätzlich Nahrung in uns aufnehmen, sonst überfressen wir uns an der gesündesten Nahrung ohne zu verdauen. Und das Wertvollste scheiden wir unverdaut wieder aus. Herzlich willkommen bei VivoTerra, hier und jetzt. Liebe Zuschauer, ich durfte bereits schon eine Stunde mit dem Bruno Württemberger soeben verbringen und es war hochspannend. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir jetzt gemeinsam mit euch noch einmal so ein hochspannendes Interview erleben werden. Und als erstes sage ich noch einmal herzlich willkommen, Bruno Württemberger. Ja, danke für die Einladung. Herzlich willkommen auch dir zum zweiten. Und ich hoffe, ich habe mir alle meine Antworten auswendig gelernt, damit es wieder genauso gut wird. Aber auch so kann man es machen, wenn man einfach schnell die persönlichen Fragen auch noch geklärt haben will. Jetzt können wir ja diesmal im Teil 2 zu den Fragen der Zuschauer gehen. Ja, genau. Ah, lieber Bruno, du bist, für alle die das vorhin ja noch nicht gehört haben. Ja, das sind viele. Du nennst dich selber Bewusstseinsforscher und somit bist du ein Experte, um meine nachfolgenden Fragen zu beantworten. Es gibt ein universelles Bewusstsein und innerhalb dieses einen universellen Bewusstseins gibt es unzählige individuelle Bewusstseins. Das eine universelle Bewusstsein besteht aus unzähligen individuellen Bewusstseins, wobei jedes individuelle Bewusstsein immer nur ein Teil vom ganzen universellen Bewusstsein umfasst, aber immer Zugang zum Bewusstsein hat. Wie erklärst du, was Bewusstsein ist und was ist für dich der Unterschied zwischen Bewusstsein, Unterbewusstsein und Überbewusstsein? So viele Fragen in einem Satz. Mhm. Das ist wirklich, das ist mir erst einmal begegnet und zwar vor etwa einer Stunde. Also, liebe Zuschauer, bitte erwartet nicht, dass ich jetzt alles noch weiß, was sie gefragt hat, aber so ungefähr kann ich mich erinnern, worauf es hinauslief, als ich diese Frage schon einmal beantwortet habe. Ich werde es jetzt versuchen, kürzer und verständlicher zu formulieren, weil ich glaube, ich habe das damals ein bisschen kompliziert gemacht. Nennen wir es so, du setzt einen Aufbau des Universums voraus, mit dem ich prinzipiell übereinstimme, bis auf einen kleinen Punkt. Ich nenne das höchste Bewusstsein nicht mehr Bewusstsein, sondern Gewahrsein. Weil das Bewusstsein schon weiß und das Gewahrsein schon ist, ist eigentlich fraglos, ja. Das Bewusstsein kennt alle Antworten und dann wird es immer kleiner und kleiner. Wir vergessen immer mehr, wir wissen immer weniger und am Schluss sind wir hier und wissen gar nichts. Und den fragst du jetzt, was ist der Unterschied zwischen Bewusstsein und was hast du gesagt am Schluss? Unterbewusstsein und Überbewusstsein. Unterbewusstsein und Überbewusstsein. Und der jetzt eigentlich alles andere als bewusst ist, nämlich der Bruno, der jetzt mit dir spricht, der kann dir das nur so sagen. Er sieht keinen Unterschied zwischen Über- und Unterbewusstsein. Außerdem, dass die Menschen, wenn sie Kontakt dorthin suchen, beim Unterbewusstsein
in sich hineingehen und beim Überbewusstsein irgendwie gedanklich in den Himmel gehen. Aber eigentlich ist beides dasselbe. Das ist das, was der Bruno sagen kann. Aber wenn ich die Frage beantworten müsste, dann kämen wir in eine ganz andere Richtung. Und zwar, wenn ich würde mit einer Gegenfrage antworten. Ich würde fragen, warum ist das wichtig? Was nützt es uns, wenn wir das wissen? Um bewusster durchs Leben zu gehen? Meinst du? Ich frag dich. Gehst du bewusster durchs Leben? Nur, ja, ich sehe, was du meinst. Ich bin bei dir. Also wenn ich weiß, dass das Plastik die Umwelt verschmutzt, gehe ich insofern bewusster durchs Leben, als dass ich den Plastik nicht einfach in den Wald wegschmeiße oder ins Meer. Würde ich aber auch so nie tun. Also, der Bruno schon, aber ich genau. Nicht. Ja. Ja, eben. Und dann heißt es ja, das sind irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe. Genau. Der Bruno braucht so lange Bewusstsein, bis er bewusst ist. Jetzt ist die Frage, will ich alles im Einzelnen lernen? Also Plastik nicht, Metall nicht, das nicht, jenes nicht. Nicht hauen, nicht stechen, nicht schießen, nicht plagen, nicht. Oder gehe ich direkt ans Ganze? Und das ist es, was Bewusstseinsforschung letzten Endes bringt. Es zeigt dir einen Weg, wie du direkt zum Zentrum des Seins hineingehen kannst und von dort aus machst du alles richtig. Ja. Also, wenn du jemanden liebst, ich sage nicht, wenn du verliebt bist, ich sage, wenn du jemanden liebst, sagen wir zum Beispiel dein Kind oder dein Hund, deine Katze, so, kämst du auch nur im Entferntesten jemals auf irgendeine Idee, etwas zu tun gegenüber diesem Menschen oder Tier, was nicht in Ordnung wäre? Nö. Also musst du das alles nicht wissen, wenn du schon richtig bist. Dass wir es aber lernen müssen, heißt, wir sind nicht mehr in Ordnung. Ja? Unser Gefüge ist nicht mehr in Harmonie. Körper, Seele, Geist, Wissen, Weisheit und Handlung ist durcheinander geraten. Wir machen irgendwie einfach so und lernen dann aufgrund von Erfahrung. Ja? Aber gewisse Dinge muss man doch nicht erfahren, um sie zu verstehen. Ich muss doch nicht erfahren, dass es weh tut, wenn man jemanden erschießt. Oder? Dass es nichts Schönes ist. Das kann ich mir schon vorstellen, nur schon beim Gedanken daran. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass es für ein Tier nicht unbedingt schön ist, im Schlachthof zu landen und dann in. Der Verstand kann sagen, ja, ich esse nur Fleisch von glücklichen Kühen und kann so tun, als ob er nicht wüsste, dass glückliche Kühe leben. Deshalb sind sie glücklich. Und wenn sie von alleine gestorben sind, dann kannst du sie von mir aus fressen, wenn du dann noch willst. Ja? Aber solche Dinge, solche Fragen würden gar nie entstehen, wenn wir noch wüssten, wer wir sind. Und deshalb ist Bewusstseinsforschung, so wie ich sie betreibe, eine Methode, um dich selbst zu erkennen, um wieder zu erkennen, wer und was vor allem du bist und von dort aus zu leben. Ja? Das heißt, wir leben von innen heraus oder von oben. Das Innen wird immer als oben symbolisiert. Oben ist gut, oben ist die Sonne, oben ist Licht. Eigentlich meint es innen. Ja? Wenn wir von innen heraus leben wollen, müssen wir aber zuerst den Weg nach innen gehen. Und das ist der längste und der schwierigste und gleichzeitig auch der kürzeste Weg. Ja? Man sagt immer, vom Kopf ins Herz, vom Verstand ins Herz sind 30 Zentimeter, aber man kann
1000 Jahre dafür brauchen, um diesen Weg zu gehen, weil wir ihn nicht freiwillig gehen. Ja? Bewusstseinsforschung bringt dich an einen Punkt, wo du relativ schnell glücklich und stolz darüber bist, zu entdecken, was und wer du in Wirklichkeit und wie du bist. Und es fällt dir ganz leicht, das dann auch zu leben, weil es dich glücklich macht. Der einzige Nachteil dabei ist, dass du damit die anderen nicht mehr glücklich machst. Und sie versuchen dich wieder von deinem Weg abzubringen. Aber wenn du auf deinem Weg bleibst, werden sich die anderen verändern. Die einen werden gehen und neue werden kommen. Und deine Welt wird immer schöner und immer größer und immer friedlicher. Ja? Und das ist ja das, was wir heutzutage eigentlich als gemeinsames Ziel haben. Eine friedliche Welt voller glücklicher Menschen, gesunder und liebevoller Menschen, die in Frieden und Freiheit miteinander leben. Da könnte diese Welt ein Paradies sein. Ja? Aber ich kann sie da draußen erst dann erleben, wenn ich das Paradies in mir gefunden habe. Vorher geht's nicht. Deshalb ist Bewusstseinsforschung immer der Weg nach innen. Wieso ist es für viele Menschen so schwer, diesen Weg nach innen zu gehen? Also ganz, ganz viele suchen ja auch die Erlösung oder Erleuchtung im Außen und die wenigsten erkennen oder erkennen es sehr spät, dass wir selber ja der Schlüssel für all das sind. Woran liegt das? Naja, ich glaube, weil es ihnen nicht beigebracht wird. Es sagt ihnen keiner. Ja? Ich meine, die meisten Eltern sind schon unbewusst. Wie sollen sie die Kinder dann aufwachsen lassen? Genauso unbewusst. Wir übertragen ihnen einfach unsere Fehlinformationen. Und damit müssen sie dann nachher dealen, oder? Und sich zurechtfinden. In der Schule ist es auch kein Fach. Nichts, was wesentlich ist, wird irgendwo gelehrt. Ja? Aber vielleicht ist das gut so, weil um das, was man lehren könnte, in diese Richtung auch zu verstehen, dazu braucht es schon eine gewisse Voraussetzung, eine gewisse Intelligenz. Ja? Und die müssen sich die Menschen zuerst mal holen. Und dann kommen sie an Wissen wie das, was wir diskutieren. Ja? Sonst würde das für sie gar keinen Sinn machen. Sie könnten es auch nicht umsetzen, weil sie haben so viele Ängste und wissen nicht, wie umgehen damit. Also verdrängen sie sie lieber und mischeln sich so irgendwie zwischendurch und so, um überhaupt zu überleben. Alles hat seine Zeit. Ja? Zuerst müssen wir bereit sein für die Weisheit, sonst können wir sie nicht schätzen. Ja? Das heißt also, dieses Wissen zu früh an den Mann gebracht, kann mehr Schaden anrichten als Gutes. Weil der Mensch wird ein Leben lang unzufrieden sein. Es ist wie die Gläubigen, also die Konfessionsgläubigen, die immer glauben, sie sind nie gut genug für Gott. Von Anfang an ist klar, sie werden, können, dürfen nie entspannt sein. Und wie soll man echt wahrhaftig glücklich sein, wenn man nicht entspannt ist? Man ist immer im Bewusstsein, ich muss besser werden. Aber wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, dass das gar nicht geht. Das, was du bist oder wer du bist, kann nicht besser werden. Aber das, was du hier verkörperst, das kann noch ein bisschen Entwicklung brauchen, das kann noch ein bisschen wachsen, das kann noch ein bisschen mehr Durchblick haben, weil hier erforschen wir die materielle Ebene. Da ist ganz vieles ganz anders wie in den geistigen Gefilden, wo wir herkommen. Ja? Aber da müssen wir Lust drauf haben, es zu entdecken. Ja? Und das ist meine Aufgabe. Wie mache ich den Menschen Lust darauf, diese Dinge überhaupt entdecken zu wollen?
Und dann habe ich mir gedacht, indem ich es ihnen vorlebe. Ja, deshalb wollte ich erfolgreich werden. Nicht nur für mein Ego, um mir selbst meine Minderwertigkeitskomplexe zu verdrängen oder so. Das war am Anfang schon so, das gebe ich zu. Aber mit der Zeit hat sich das verändert. Ich habe Zugang zu meinem Wesen bekommen und das hat sich gedacht. Wenn einer wie du, der irgendwo am Rande von Zürich, irgendwie an der Limmat aufgewachsen ist, der in der Schule immer schlecht war, der kein Interesse an Sport hatte und an anderen Dingen, sondern immer nur mit den Mädels rumgehängt ist und so, weil da konnte man philosophieren, da konnte man über Gefühle reden und so, und sonst immer nur Bücher gelesen hat und so. Also der richtige Loser-Typ eigentlich. Wenn es der schafft, glücklich und erfolgreich zu werden, dann müsste doch jedem da draußen klar werden, dass er das mindestens so gut kann wie ich. Und dann habe ich natürlich festgestellt, dass das nicht funktioniert, weil die, die es am besten könnten, die gehen dann lieber in den Neid und in die Kritik und verpulvern ihre Power dort, die sie besser für sich als gegen jemand anders nützen könnten. Und die anderen fühlen sich so klein, dass sie immer denken, dass du was Besonderes hast. Und wenn es ein vergangenes Leben ist, irgendwas muss Besonderes sein und deswegen geht das für dich, aber für mich eben leider nicht. Ja? Und weil das auch nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir halt gedacht, ja gut, ich konzentriere mich mal darauf, mich selbst zu polieren oder meinen Rohdiamanten ein bisschen zu schleifen. Und dann bin ich immer mehr auf Sachen gestoßen, die mir gezeigt haben, wie man an die Blockaden rankommt. An das, was die Menschen hindert, es wenigstens mal zu versuchen. Und dann habe ich aus jeder Entdeckung eine Übung geschmiedet, wie andere die Erfahrung machen können, ohne sie im Leben unbedingt eins zu eins erleben zu müssen. Weil es geht ja nur um den Erkenntnisprozess in der Erfahrung. Und den kann man innerlich genauso gut machen wie äußerlich. Ja? Ich habe es äußerlich gelernt und hatte dann den Wunsch, den Menschen diese Schmerzen zu verhindern. Ja? Ich war früher Heiler. Ich kann nicht damit umgehen, dass Menschen leiden. Und ich habe Techniken entwickelt, in denen man Leid vorwegnehmen kann. Mit meiner Methode könnte man sehen, was in Zukunft auf dich zukommt. Und wenn es dir nicht passt, kannst du es ändern, bevor es da ist. Ja? Das ist natürlich genial. Aber das muss zuerst jemand glauben, sonst kommt er ja gar nicht, dass das möglich ist. Ja? Das heißt, ich muss nicht darauf achten, der Beste zu sein, sondern der Vertrauenswürdigste. Also habe ich mir überlegt, wie wirst du vertrauenswürdig? Wenn du ehrlich und authentisch bist. Ich würde gerne nochmal mit dir zurück zum Bewusstsein und vor allen Dingen zu Gedanken und Gefühlen kommen, weil das ja heute auch immer was ist, ne? Also so, du hast es vorhin gerade gesagt, du hast sehr viel Zeit mit den Frauen verbracht, weil man mit denen immer so schön philosophieren und über Gefühle sprechen konnte. Das ist ja heute fast schon ein Tabuthema, über seine Gefühle wirklich offen zu sprechen. Ja, also ich kriege das immer sehr oft mit, dass viele Menschen sich nicht mehr trauen, wirklich das zu sagen, was sie fühlen, sondern vielleicht auch eher das zu sagen, was man gerne hört oder was man vielleicht sagen sollte. Mhm. Genau, das ist der eine Teil, oder? Und der andere Teil ist, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie Gefühle benennen sollen, weil sie prinzipiell nur zwei Gefühle kennen, gute und schlechte. Wie geht's? Gibt gut, wie geht's schlecht? Genau. Gibt es für dich denn einen Unterschied zwischen dem Bewusstsein und Gedanken und Gefühlen? Naja, Gedanken sind natürlich auch Bewusstsein, aber es ist ja so, dass das Bewusstsein die Möglichkeit fürs Denken erschafft, nicht umgekehrt. Also gibt es da so eine Art Hierarchie.
Wenn wir aber zum Fühlen gehen, denken viele Menschen, dass Gefühle die unterste Stufe der Hierarchie ist. Dabei ist es die oberste, weil es ist die direkteste Form der Wahrnehmung, ist das Gefühl. Bevor ich etwas sehe, etwas höre, etwas rieche, etwas anfassen kann oder etwas weiß, fühle ich. Also ist das, was über jedem Bewusstsein steht, das Gewahrsein im Prinzip reines Gefühl. Ja, und das müssen wir uns bewahren. Also Menschen, die das Gefühl bewahrt haben, sind nie vollkommen eingeschlafen. Und deshalb ist Fühlen die Essenz von Bewusstseinsforschung, nicht Denken. Denken ist die Methode, um zu Erkenntnissen zu gelangen. Aber du willst ja nicht etwas wissen, was du schon weißt. Beispiel, wenn du dich verliebst, willst du nicht wissen, ob es Liebe ist? Du fühlst es ja. Oder? Wenn du mit Haut und Haar in jemandem verknallt bist, stellt sich keine Frage, dann musst du es auch nicht analysieren. Willst du auch gar nicht. Und jetzt versuch das mal jemandem zu erklären, der das nicht kennt, verliebt sein. Dann fängst du an zu erklären, das ist, wenn man sich so fühlt und so, und der Mann heißt immer du, oder? Also, wenn ich mich so fühle, ist das für mich ein Zeichen, dass ich verliebt bin. Jetzt, wenn der andere das noch nie erlebt hat, weil er ein Kind ist vielleicht oder was auch immer, ein Teenager und jetzt das erste Mal, fängt es an, nach diesen Parametern Ausschau zu halten und denkt, wenn die Parameter da sind, jetzt bin ich verliebt, fühlt aber das wirklich Verliebtsein gar nicht mehr. Aber man hat ihm beigebracht, wenn sich so und so und so anfühlt, dann heißt das, man ist verliebt. Wenn man so, und Eifersucht gehört dazu, wird uns ja auch beigebracht, was überhaupt nicht stimmt, ja. Eifersucht gehört nicht zur Liebe, sondern zur Angst, ja. Und Angst ist das Gegenüber von Liebe, ja. Und Vertrauen wäre die Heilung von beiden. Dass Angst und Liebe wieder zu einer Kraft werden, wie der andere es ja sagt mit Yin und Yang, das sind nicht zwei, sondern eins. Ist es Liebe und Angst auch, aber was kann das wieder verbinden? Ist das Vertrauen, ja, das Urvertrauen, und das ziehen wir aus dem höchsten Bewusstsein, ja, oder ich würde sagen aus dem Gewahrsein, direkt aus Gott, aus der Quelle allen Seins. Irgendwoher muss ja alles gekommen sein. Ich weiß nicht, wer das ist oder wo das war oder so. Ich weiß nur, ich war dort, ich kenn's. Aber es ist nicht zu beschreiben, weil da eigentlich gar nichts ist, außer Gefühl. Vor circa einer Stunde... Wenn man Gefühle teilen könnte, das wäre schön. Oh ja, das wäre schön, ja. Das stimmt. Vor circa einer Stunde ist dir ja eine Frage gestellt worden, da hast du mir damals gesagt, die Frage hat mir noch keiner gestellt. Ja. Jetzt hörst du sie ja sozusagen schon zum zweiten Mal. Hab sie schon wieder vergessen, welche war das? Wie unterscheidet sich Bewusstsein und Quantenfeld? Ah ja, das habe ich kürzlich nachgeschaut, da hast du recht. Aber ich weiß die Antwort nicht mehr. Du kannst gerne nochmal nachschauen gehen. Guck nochmal, ich habe es wirklich vergessen. Oh Mann, Alzheimer, du. Nein, das ist der Vorteil, wenn man schnell vergisst, dann ist man nicht nachtragend. Ja, das kann man stimmt. Ja nicht. Ich wäre manchmal gerne, aber es gelingt mir nicht. Gut, also, wie war die Frage? Quantenfeld und Bewusstsein. Genau, was sich da unterscheidet. Also das Bewusstsein, es gibt ja verschiedene Stufen des Bewusstseins. Einerseits befindet sich das Bewusstsein im Quantenfeld. Das Quantenfeld hat sich aber noch zu nichts entschieden. Es weiß nichts und es tut nichts anderes als zu sein. Und Bewusstsein hat sich schon zu etwas entschieden. Da habe ich, glaube ich, das Doppelspaltexperiment erwähnt. Mit den Lichtphotonen. Sobald ein Beobachter da ist, verhalten die sich anders. Also Bewusstsein ist schon entschieden und gesteuert in irgendeine Richtung und das Quantenfeld nicht. Ja? Das heißt, der einzige Unterschied ist eigentlich, dass Bewusstsein schon eine Entscheidung getroffen hat. Ähm,
Wie erklärst du denn, was der Unterschied zwischen der oder was die Seele überhaupt erstmal ist und wie sich die Seele vom Bewusstsein unterscheidet? Ja, irgendwie kommt mir auch die Frage bekannt vor. Aber diesmal ist mir aufgefallen, die Betonung auf was die Seele wirklich ist, das ist echt eine schwierige oder eine gemeine Frage schon. Wer könnte das schon genau sagen, außer der, der sie erschaffen hat? Ja? Also da müsste ich weit, weit zurück. Ich definiere das eigentlich immer ganz einfach. Ich sage immer, der Geist wollte etwas erfahren und hat sich dazu eine Seele erschaffen. Und die Seele wollte was erfahren, hat sich dazu einen Körper erschaffen. Ja? Weil sie alle in einer anderen Ebene etwas entdecken wollten, in die sie so nicht reinkommen. Ja? Also du kannst gewisse Dinge nicht miteinander verbinden. Deshalb heißt es ja, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen und umgekehrt. Was Gott getrennt hat, soll der Mensch nicht verbinden. Ich denke an die ganze genetische Geschichte und so weiter. Genmanipulation, es hat beides seine Weisheit in sich. Also wenn jetzt Gott persönlich direkt in seiner Urqualität, in seiner Urfrequenz vor dir erscheinen würde, würdest du wahrscheinlich nicht mal mehr hören, dass es Puff macht und du schon weg bist. Ja? Du läufst ja auch nicht in einen Laserstrahl vom Militär, der Löcher in Stahlwände bohrt. Das wäre ziemlich dumm, oder? Mhm. Also macht es keinen Sinn, das darunter zu bringen. Also musste Gott seine Schwingung reduzieren, um in der nächst tieferen Ebene agieren zu können. Und das ist die Seele. Mhm. Irgendwann ist das die Seele, oder? Zuerst ist es dein individueller Geist und dann ist es deine individuelle Seele. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Gott es schon uns als individueller Geist überlassen hat, eine Seele zu erschaffen. Vielleicht haben wir die sogar dann selbst erschaffen. Also können wir davon ausgehen, dass sie genau so ist, wie wir sie am liebsten haben. Also macht es überhaupt keinen Sinn, sich selber zu kritisieren. Zumindest in dem, was man ist, höchstens in dem, was man tut. Und für den, der etwas tun kann, haben wir dann gedacht, bauen wir auch noch so ein kleines Männchen, noch grobstofflicher, das nennen wir dann Körper, physischer, fleischlicher Körper, in der Schwingung so reduziert, dass er grobstofflich wird. In der Essenz ist nichts grobstofflich. Alles ist nur verdichtete Energie oder tiefschwingende Energie. Je tiefer, desto materieller wird sie. Nicht tief im Sinne von schlecht, sondern von der Tonleiter. Do, re, mi, fa, sol, la, di, do. Das ist nicht scheiße, schlecht, besser, gut. Das ist einfach nur ein Akkord. Ja, im Prinzip, wenn wir das Ganze betrachten, das hat Edgar Cayce mal sehr schön beschrieben. Diese ganze Schöpfung ist wie ein Konzert. Zuerst ist Stille. Dann beginnt es mit einem Ton. Dann mit einem Akkord. Und dann wächst das Ganze zu einer gewaltigen Symphonie an, klingt wieder ab und dann ist Stille. Wieder Stille. Anfang Stille, Ende Stille. Und das dazwischen, was wir Leben nennen, war das Konzert. Was wir jetzt, das sind meine Worte wieder, was wir jetzt lernen müssen, ist, in diesem riesigen Orchester, unsere Rolle, unser Instrument, so gut wie möglich zu spielen, damit die Symphonie so vollkommen wie möglich klingt. Und natürlich haut man da mal zwischendurch auf die falsche Taste. Aber wir sind dabei, gerade in der heutigen Zeit zu lernen, welche Tasten immer schlecht klingen. Die lassen wir dann weg oder wir stimmen das Klavier mal neu oder die Geige oder die Gitarre oder die, was auch immer. Ja? Also wir lernen jetzt, die Feinheiten so langsam kennen. Die wussten wir schon einmal, aber wir haben das vergessen.
Ja, wir sind zu tief abgetaucht, haben den Draht verloren, haben uns abgespalten. Wir sind alles gespaltene Persönlichkeiten, eigentlich alles ein Fall für die Psychiatrie. Aber da die, die die Psychiatrie leiten, noch viel abgespaltener sind als die, die da drin sitzen, ist es schwierig, dass die sich gegenseitig helfen könnten, weil die, die wirklich Hilfe brauchen, könnten sie von den Patienten kriegen. Und wenn es das Erforschen wäre, das Gemeinsame, aber anyway, da gehen wir gar nicht hin. Du weißt, was ich sagen will. Wir sind alle verrückt und rücken uns jetzt langsam wieder gerade. Und deshalb wird auch klar, wer wo steht. Ja, bisher konnten wir uns gut verstecken. Jetzt fangen wir wieder an zu leuchten, wir werden sichtbar. Gibt es, würdest du sagen, dass es einen Moment gibt, wo wir uns noch bewusst sind und wo dieses Bewusstsein von uns getrennt wird oder in zwei Teile aufgeteilt wird, dass ich eben mehr, also dass ich mein Körper bin? Ja, das waren wir damals in unserem letzten Leben da, als wir auch miteinander gesprochen haben bei den Kindern. Und zwar, dass meistens die Eltern eigentlich verantwortlich dafür sind, dass die Kinder sich abtrennen, weil sie ihnen immer beibringen wollen, dass sie ich sagen müssen, wenn sie etwas möchten. Du kannst nicht sagen, Bruno hat Hunger, du bist Bruno. Also sagst du ich. Und in dem Moment, wo ich zum Ich übergehe, gibt es ja auch ein Nicht-Ich. Ja, also ich trenne, ich definiere alles andere, was kleine Babys nicht haben. Die nehmen die Innen- und Außenwelt als eine Welt wahr. Und dann fangen wir sie an zu trennen. Also du bist nicht ich. Das ist ein Problem, weil das erstens mal eine Lüge ist und zweitens mal eine Illusion aufrechterhält, die ich zwar brauche, um die Getrenntheit zu erfahren, aber das Einssein zu erfahren, ist dann schwierig. Ja? Jetzt, was viele machen, ist, sie streben nach dem Einssein, obwohl sie das Getrenntsein noch gar nicht genießen können. Ja, ich denke an die spirituellen, esoterischen Philosophien, denen wird ja nicht beigebracht, genieße mal die Trennung. Wow, ist doch geil, wir sind alle getrennt. Wir leiden, wir kämpfen und so weiter. Nein, das wollen sie ja alle nicht. Ich will das auch nicht, aber ich habe gelernt, dass bevor man davon wegkommt, muss man es lieben können. Liebet eure Feinde. Bevor ich das, was ich ablehne, nicht zu lieben vermag, werde ich es nicht los. Punkt. Ja, verstehst du, wie ich meine? Also, wenn wir das mal genau anschauen, ICH. I steht für Jesus und CH steht für Schweiz. Nein, Spaß. Für Christus. Und ich rede jetzt nicht von irgendeiner Kirche oder so, sondern von Prinzipien. Jesus, Prinzip Mensch, Christus, Prinzip Geist. Ja, Geist der Liebe, Liebesgeist, einfach Schöpfungsenergie. Ich. In unterster Form transformiert ist es das Ego. Heißt ja nur ich, oder? Ego. Jetzt gilt es, das zu transformieren ins Qi. Da nimmt man das CH nach vorne und Qi heißt ja Lebensenergie, Lebenskraft, göttliche Kraft, Qi, es gibt andere Ausdrücke, Orgon oder weiß Gott was. Aber das Prinzip, was die gesamte Jesusgeschichte oder Mythologie, ich weiß es ja nicht so genau, verdeutlichen will, ist, dass wir vom Dienst an uns selbst in den Dienst am Nächsten gehen müssen, um weiterzukommen. Wenn wir nicht weiterkommen wollen, müssen wir natürlich nicht. Das ist uns freigestellt. Ja? Aber wenn du mal etwas bis zum Geld nicht mehr ausgekostet hast, dann willst du weiter. Sowieso. Und das weiß die Schöpfung. Ja? Und wenn Leute bereit wären für weiter und nicht gehen wollen, weil sie Angst haben oder weiß Gott was immer, dann hilft das Leben ihnen durch Leid, sich ein bisschen zu bewegen. Ja, das ist also keine Strafe, sondern ein Geschenk. Bruno, wir kommen zu einer ganz neuen Frage für dich. Die hast du noch nicht gehört. Wie
unterscheiden sich Körperbewusstsein, Seelenbewusstsein und Geistbewusstsein? Durch die Art der Schmerzempfindung. Körperbewusstsein, Schmerzen gleich Qual. Denken wir an den Zahnarzt oder an was auch immer. Menstruationsbeschwerden, Krämpfe und so weiter, Ischias, das ist immer eine Qual. Seelisch ist es einfach ein Leid. Und geistig ist es eine Wahrnehmung. Eine interessante Wahrnehmung. Das Ganze unterscheidet sich aber auch durch die Freude. Und zwar kann ich hier körperliche Freuden erfahren und natürlich auch seelische. Und wenn ich ganz gut unterwegs bin, sogar geistige. Das wäre dann die Glückseligkeit, das absolute Glück. Das ist die oberste Stufe der seelischen Ebene. Und dann kippt's. Und dann bist du nicht mehr glücklich, wenn du noch höher gehst. Dann bist du einfach. Okay. Ja, dann, das ist so ein, weißt du, ich kann es nicht beschreiben, weil es so ein Zustand ist von wow. Es ist einfach nur wow. Ich bin. Ich bin glückselig, ich bin glücklich. Ja, tack, tack, tack. Eigentlich ein Zustand, den wir alle doch gerne erreichen wollen sollten. Ja, sollten nicht, aber können. Können, genau. Ja. Ist es denn primär das Bewusstsein, das Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet, oder sind es die physischen oder sind die physischen Unterschiede wichtiger? Ja, ich glaube, es ist das Bewusstsein. Weil je nach Bewusstsein erschafft man sich auch den entsprechenden Körper dazu. Also ich frage jetzt noch mal ein bisschen tiefer, weil ich jetzt gerade so ein Erlebnis mit einem guten Bekannten und seinem Hund hatte. Würdest du sagen, dass Tiere auch eine Art gleiches Bewusstsein haben, so wie wir? Also ein Überbewusstsein auf jeden Fall. Und beim Bewusstsein, man kann sagen ja, aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Ja, also zum Beispiel im Bewusstsein eines Tieres ist Furcht nicht vorhanden. Du kannst nicht mit der Pistole zu einem Krokodil gehen und sagen, entweder du machst jetzt Männchen oder ich erschieße dich. Das guckt dich nur an, oder? Also wenn es überhaupt noch lange guckt, ne? Ja, wenn du nicht schon dann verköstigt bist. Ja. Oder wenn wir in die Natur gehen mit einem Baum, kannst du das auch nicht machen, oder? Das stimmt. Das wird mir gerade bewusst, ja. Du hast recht. Aber mit dem Menschen schon. Du kannst ihm sagen, wenn du nicht tust, wie ich will, dann kriegst du kein Geld, dann kriegst du Schläge, dann kriegst du Gefängnis, dann kriegst du eine Busse, weiß Gott was. Und er tut dann Dinge, die er gar nicht will, nicht wegen etwas, was passiert ist, sondern wegen etwas, was passieren könnte. Also leben wir Menschen eigentlich in einem viel fantastischeren Bewusstsein als Tiere und die Pflanzen. Wir sind viel weiter weg von der Realität respektive der Wirklichkeit oder der Normalität eigentlich, wie sie wirklich wäre, als alle anderen hier. Ja? Das ist eigentlich, wenn man sich das bewusst macht, schon krass, wie man die Menschen dazu bringt, Kriege zu führen, Schlachthäuser zu bauen, Menschen zu quälen. Alles nur aufgrund von der Furcht. Furcht ist Angst auf Vorrat. Da muss man sich eigentlich schon fast die Frage stellen, wenn man sich dann mit all solchen Themen beschäftigt, wie weit muss ich eigentlich zurückgehen, um den Beginn
Gibt es überhaupt einen Beginn dafür, wann das alles angefangen hat, dass der Mensch sich hat fürchten lassen? Das wüsste ich jetzt nicht. Ich schätze, der Beginn war damals, als wir geglaubt haben, noch als wir reine Seele waren, dass wir es locker meistern würden, auch in der Materie selbst sein zu können. Ich glaube, diese Selbstüberschätzung ist der Anfang. Aber wenn wir von den physischen Welten ausgehen, haben die natürlich auch einen Anfang und ein Ende. Ja, das heißt, wir sind jetzt am Ende. Und danach fängt ein neues Leben an. Das heißt, es sind ja Zyklen, oder? Von mehreren tausend Jahren. Also ich stelle mir dann immer die, also ich stelle ja auch gerne im Interview mal immer Fragen, die mir dann so spontan in den Kopf kommen. Aber man kann sich doch das jetzt eigentlich nicht so vorstellen, weil wir sind ja alle unterschiedlich alt, ne? Also jetzt die ganz Kleinen, die jetzt gerade auf die Welt gekommen sind, die jetzt auch schon gehen. Mhm. Und jetzt sagst du ja immer, dass wir jetzt in so einen neuen Zyklus reinkommen. Aber das ist ja nicht so, dass das Alte dann quasi einmal so komplett weg und das Neue ist da, weil wir bleiben ja, also ich jetzt beispielsweise oder die noch Jüngeren, die das dann vielleicht erleben. Wie muss man sich das denn vorstellen oder wie kann man das denn einfacher erklären, dass das auch jemand versteht, der vielleicht sich noch gar nie mit solchen Themen beschäftigt hat und sich dann denkt, ja wie, jetzt Altes vorbei, Neues kommt, ja, und ja, aber ja, das Haus steht ja immer noch und ja. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist das Bewusstsein, das sich ändert. Mhm. Und bis es klar wird, dass sich das rundherum auch geändert hat, sind alle, die noch dabei sind, auch bewusst, wie das Ganze abgelaufen ist. Also es vorneweg zu erklären, da hast du recht, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist eine Veränderung des Bewusstseins und nach zieht die Materie hinterher, weil Materie ist träge. Ja? Mhm. Aber Materie muss dem Geist folgen, es geht nicht anders. Ja? Geist über Materie. Das heißt, wir verändern uns geistig, wir machen geistig den nächsten Schritt. Und werden das Paradies dann selber aufbauen. Mhm. Und da werden sie mit dabei sein und für sie wird es aussehen wie ganz normales Leben. Mhm. Weil sie das von der Bewusstseinsstufe her gar nicht realisieren, was da jetzt, also weil sie genau. Zu sehr im Schlaf noch drin sind, mhm. Als dass sie realisieren würden, was da jetzt gerade irgendwie passiert ist. Genau, weil sie haben sich ja nie damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema, sind also dort nicht mitgewachsen, weil wenn wir es von heute auf morgen erfahren würden oder erklärt bekommen würden, würden wir es auch nicht packen. Ja? Mhm. Aber dadurch, dass einige oder viele von uns erstens nur zu diesem Zweck gekommen sind und zweitens den gesamten Prozess jahrzehntelang da reingewachsen sind, sieht es für uns aus, als wäre es nichts. Aber wir müssen einfach unser Vorstellungsvermögen behalten für jemanden, der da überhaupt noch keinen Plan davon hat. Das ist wie wenn ich jetzt zu einem Elektrotechniker gehe und der mir irgendwie was erklären will, wie ein Bildschirm zusammengebaut ist. Erstens, es wäre sicher spannend, aber ich habe keinen Bock, ich will das gar nicht wissen, ich will nur reinschauen und mit ihm was machen. Ich will ihn nicht bauen. Wenn es nach mir ginge, gäbe es keine Computer, weil bis ich das begriffen habe, könnten wir telepathisch kommunizieren. Einfacher. Ja. Und so ist das mit unseren Themen auch. Viele interessiert das auch gar nicht wirklich. Es ist nett, wenn es da ist und wenn es andere machen und so, und dann nutzen sie es auch gerne, aber kein Bock, es selber zu tun. Ja. Und ich sehe das bei vielen Leuten, die zum Beispiel Bauern, einfache Menschen, sind nicht immer einfache Menschen, manchmal sind es auch Idioten, aber egal. Das gibt es in jedem Bereich, aber meistens sind es die einfachen Menschen, die Dinge bewahren, die wesentlich sind. Weil die anderen Dinge, Computer, werden wieder verschwinden, weil das ist ja nur eine Prothese für unsere Fähigkeiten. Ja, das hätten wir nie anfangen sollen mit Radio, Telefon, Fernsehen. Das war gezielt eingeführt, um noch mehr unserer ursprünglichen Fähigkeiten zu verlieren, weil wir dann noch viel einfacher manipulierbar sind und noch viel einfacher zu steuern und noch viel einfacher auszubeuten, oder?
Das kannst du nicht machen, wenn jeder fühlt, was der andere fühlt und jeder sieht, was du gemacht hast und so, dann geht das nicht so gut, oder? Jetzt musst du, wenn du mit jemandem reden willst, ein Gerät einschalten und das Gerät kann man unterbrechen und dann hast du keinen Kontakt mehr. Das war früher anders. Ja? Also Hellhören hat sich durch Radio hören und telefonieren, Telepathie und Hellsehen ist Fernsehen geworden und irgendwann können wir gar nichts mehr, aber die Bauern können noch was, und zwar was Lebensnotwendiges. Sie können umgehen mit der Natur, sie wissen, wie man pflanzt, sie wissen, wie man erntet, sie wissen, was man essen kann und was nicht. Jetzt können wir noch in den Laden gehen. Die Zeiten gehen auch wieder vorbei. Wir kehren auch zu einer ursprünglichen Ernährungs- und Lebensweise zurück. Und dann müssen wir echt froh sein, wenn wir ganz viele Menschen auf unserem Weg unterstützt haben, die das pflegen, ja, die Kräuter noch kennen, die Pflanzen, die Pilze, die. Weil du kannst nicht einfach so rausgehen und irgendwo einen Samen hinwerfen und glauben, morgen hast du Früchte. Wenn du dann keine Kartoffeln im Keller hattest oder Äpfel oder was auch immer, dann wird es ein strenger Winter. Mhm. Ja, das heißt also, die Weisheit der Einfachheit, zu der kehren wir wieder zurück. Und geistig ist es eben auch so. Die Einfachheit des Herzens, der Liebe, die gleichzeitig das Basic ist und trotzdem das Höchste. Mhm. Ja? Ja, und so viele Leute glauben, dass das so kompliziert ist, ne? Dabei ist es eigentlich so einfach. Aber wenn es einfach wäre, dann würden es ja auch wieder alle machen, ne? Ja, und da es nicht alle machen, kann es nicht einfach sein. Genau. Kelmer, hä? Aber es ist wirklich gut, es ist so. Aber eins ist sicher, alles, was kompliziert ist, ist vom Mensch gemacht. Der Rest von Gott. Jesus lehrt uns, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Wir Menschen sind somit Schöpferwesen. Was unterscheidet das kollektive Bewusstsein von Gott oder vom großen Geist, dem Schöpfer vom Universum? Ich antworte mal so, wie ich es verstanden habe. Ich bin nicht sicher, ob ich es richtig verstehe, was du meinst, aber was uns unterscheidet, ist das Bewusstsein. Wir kommen aus dem Sein, wo wir auch gar nicht bewusst waren. Da waren wir komplett unbewusst, fast wie heute, aber glücklich. Aber eigentlich auch nicht, weil wir als Individualität so gar nicht gewesen sind. Dann sind wir als ein Funke aus diesem Meer göttlichen Lichtes entsprungen und sind uns bewusst geworden, oh, ich bin ein Funke. Ja? Was uns jetzt unterscheidet, ist wahrscheinlich die Bewusstheit darüber, dass ich bin. Ja? Das ist die erste Unterscheidung. Und nachher kommt das, was ich bin. Jetzt, ich bin eine Seele, ich habe einen Auftrag, dann ich bin ein Mensch und ich habe einen Job und ich habe was auch immer. Talente, Fähigkeiten und so weiter. Das ist immer dasselbe, wird immer weiter runter transformiert und dann geht es wieder hoch. Eigentlich ist das Leben ja eine Spirale. Wenn wir ganz wieder hochgehen, lassen wir alles wieder weg und tauchen wahrscheinlich wieder dort ein, wo wir alles wieder sind. Ja, wir sind also vom Sein ins Haben und dort, von dort ins Tun. Und jetzt gehen wir durchs Tun wieder ins Haben, oder? Alle wollen haben, dann lernen sie mal, was wichtig ist zu haben. Und dann merken sie, dass sie das ja schon haben, auch wenn sie es gar nicht wollen. Und dann tauchen sie irgendwann wieder zurück in sich bin und dort sind sie happy. Und dann fließt man mit der Schöpfung. Dann ist alles vollkommen, ja? Vorher versucht man alles zu perfektionieren, was am Ende nie möglich ist, bis es zusammenbricht und man die ursprüngliche Vollkommenheit jenseits der Perfektion wieder erkennen kann. Und ob es danach noch einen Schritt gibt, wieder zurück ins Unbewusste, reine Sein, weiß ich nicht so genau. Aber ich habe Informationen, dass wenn jetzt zum Beispiel so eine Seele
einen komplett destruktiven Weg verfolgt, bis zum Limit, wo es dann einfach wirklich die gesamten Bereiche stören könnte, dass man die dann wieder neutralisieren kann, also dass Gott, die Quelle, das Leben selbst, diese manifestierte Form wieder zurück, ich sage es nicht verwandeln, aber auflösen kann ins ursprüngliche Lichtfünklein und es dann wieder gebrauchen kann. Aber dann ist alles, was das ehemalige Lichtfünklein schon mal getan hat, nicht mehr existent. Keine Erinnerung mehr. Und wenn das möglich ist, kann es vermutlich auch möglich sein, dass wenn wir unseren höchsten Entwicklungspunkt erreicht haben, dass wir uns vielleicht ganz wieder hineinfallen lassen können in den Ozean des Seins, wo wir hergekommen sind. Ich bin im Moment an dem Punkt, wo ich das gar nicht möchte, weil ich genieße es momentan ziemlich, ich zu sein und mit euch zu sein und mit der Natur und mit dem Leben. Ich fange erst jetzt an zu sehen, was hier eigentlich, was das Wunder ist, und möchte nicht unbedingt so schnell wie möglich weg hier. Ja. Also ich würde, wenn es sein darf, würde ich gerne noch ein bisschen bleiben. Da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, also das wissen die Zuschauer jetzt nicht mehr, aber wir beide wissen das noch. Da haben wir auch darüber geredet, dass wir uns eigentlich geistig ja einschränken, indem wir uns sagen, man wird eben nur 80, 90 Jahre alt, wenn es gut läuft. Ne? Dass das halt auch so diese Bestellung beim Universum sozusagen ist, ne? Ich möchte 80 Jahre alt werden oder 90 Jahre alt werden, ne? Also, dass wir uns da selber auch schon so einschränken, weil wir das von außen so gelernt bekommen, dass man eben gar nicht älter wird, dass das schon unnormal dann wäre quasi, ne? Genau, das sind die schlimmsten Viren, die ich überhaupt kenne, die Bewusstseinsviren. Ich bin übrigens schon lange dran, ein Buch darüber zu schreiben, aber ich habe im Moment einfach vor lauter Leben keine Zeit, das auszufeilen. Aber das wird mal irgendwann vielleicht, wenn die Zeit noch reicht, ein Buch geben über Bewusstseinsvirologie. Das wäre dann ein ganz neues Fach. Und das ist das, was wir da auch besprochen haben zu dieser Frage, nämlich diese Programme, die wir in uns tragen, sind auch Befehle fürs Universum. Ja? Wir müssen wieder lernen, wie befiehlt man dem Universum, weil das Universum hat nur einen Wunsch, dir alles zu ermöglichen, was du willst. Aber wir sehen ja, was die meisten Leute haben, nicht das, was sie wollen. Aber dafür ist nicht das Universum zuständig, sondern sie haben nicht das bestellt oder befohlen, was sie wollen. Sie haben irgendwas, ihr Denken ist sowieso außer Rand und Band, es denkt einfach, sie denken nicht mehr gezielt, sie fühlen nicht mehr gezielt, sie wissen gar nicht mehr, was sie wollen, sie wissen mehr, was sie nicht wollen. Wenn ich dem Universum sage, ich will keinen Krieg, wie soll es das bringen, keinen Krieg? Es kann dir nicht etwas bringen, was du nicht willst. Du musst sagen, was du willst. Und wenn du sagst, ich bin, zum Beispiel, oder ich will, dann sind das Befehle. Ich will ist ein Befehl nach außen, ich bin ist ein Befehl nach innen. Das manifestiert sich, wenn du sagst, ich bin dumm, ich bin nicht gut genug, dann wirst du dich auch so fühlen. Wenn du dich so fühlst, wirst du so denken. Wenn du so denkst und fühlst, wirst du so handeln. Und wenn du das tust, wird das Universum da draußen dir zeigen, dass du recht hast. Du bist ein Depp und darum gelingt dir nichts. Ja, und das müsste man einfach langsam wieder mal lernen, wie das funktioniert und wie man das steuern kann. Wir reden immer von Bewusstseinsforschung. Es geht bei Bewusstseinsforschung nicht mal um Bewusstseinserweiterung, sondern um Bewusstsein. Mehr nicht. Mensch, erkenne dich selbst und du erkennst Gott und die Welt. Wenn du mal weißt, wer du bist und was du tust, da muss auch keiner mehr kommen und dich entschuldigen und sagen, sie wissen nicht, was sie tun. Doch, lerne, wisse, tue. Dann ist Wissen Macht, wenn man macht, was man weiß. Ja? Aber Wissen ist eine Hohlschuld, wie wir so schön sagen. Man muss Lust darauf bekommen. Und Menschen wie ich versuchen anderen, oder du wahrscheinlich auch, durch die Art und Weise, wie sie sind, erfolgreich, glücklich und so weiter,
anderen Lust zu machen, mal dorthin zu schauen, was die Leute zu sagen haben, die das, was sie eigentlich wollen, bereits haben. Mein Vater hat mir früher immer gelehrt, wenn du lernen willst, wie du ein Brot bäckst, frag den Bäcker und nicht den Mechaniker. Macht Sinn, oder? Und deshalb habe ich mir gedacht, ich versuche das vorzuleben, was ich kann, damit die, die es wollen, mich fragen können. So einfach ist das, aber es fragen viel zu wenige. Ja, du hast gerade gesagt, so einfach ist das, ne? Aber es ist genau so, wie du das eben gesagt hast. Die meisten Menschen wissen, was sie nicht wollen, aber sie wissen nicht, was sie wollen. Und ich finde, das ist auch manchmal echt eine, eigentlich ist es eine ganz einfache Frage, aber unser Kopf oder unser Verstand macht das, glaube ich, ganz oft ganz kompliziert. Oder vielleicht auch das Ego. In Kombination ja, mit beidem wahrscheinlich. Gell? Ja, eben genau. Wahrscheinlich ist es eh alles dieses. Ja, man, also ich glaube, eigentlich steht man sich, wenn, in der Regel immer nur selbst im Weg. Genau, der unkontrollierte Verstand folgt dem Ego. Der kontrollierte folgt dir. Ja, ja. Aber dazu musst du ihn steuern und nicht von ihm steuern lassen. Ja. Anyway, aber. Ich meine, weißt du, die schlimmste Falle ist ja die, dass die meisten Menschen zwar eigentlich insgeheim schon wüssten, was sie wollten, aber bevor sie es äußern, bevor sie die Bestellung aufgeben, sagen sie sich selbst, dass es eh nicht möglich ist. Weil bla 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 bla. Ja, also, sagen wir es einfach. Winner sehen immer Möglichkeiten. Und Loser, wie heißt der Spruch, sehen immer. Ich bin bei sowas Probleme. Auch ganz schlecht. Ich hau so Sprüche immer Probleme. Ganz gerne durcheinander. Ja. Ja. Also die, die versagen im Leben, sehen überall Probleme und die anderen sehen überall Möglichkeiten. Jedes Problem ist eine Möglichkeit. Das heißt, sie sehen beide dasselbe. Was macht den Unterschied, wie sie damit umgehen? Die Welt ist nicht so oder so oder so oder so, Punkt. Sie ist so, wie wir sie machen. Die meisten Menschen machen nichts mehr aus ihrem Leben, aus sich. Ja, ich bin so, wie ich bin und wer mich so nicht will, der kann mir mal. Diese Haltung, die entwickelt man mit Chips vor dem Fernseher, 24 Stunden am Tag. Ja, das ist genau das, was man will. Was aus den Menschen werden soll, damit man alles mit ihnen machen kann. Also, da hat aber das endet ja jetzt. Die deutsche Bundesregierung sogar sehr viel Geld ausgegeben, um dafür Werbeclips aufzunehmen, um genau das zu vermitteln. Echt? Ja, aber das würde jetzt hier an dieser Stelle zu weit führen. Ich komme nämlich schon zu meiner vorletzten Frage, auch wenn ich heute noch den ganzen Abend mit dir verbringen könnte. Ich habe gelernt, es gibt kein universelles Karma. Jedes Karma ist individuell. Was es jedoch gibt, ist ein Gruppenkarma oder ein kollektives Karma. Und dieses kollektive Karma besteht aus unzähligen individuellen Karmas. Es gibt das manifestierte Karma, das uns zeigt, wie unsere Haltung im Leben bisher war und ist. Dann gibt es das nicht manifestierte Karma, das uns nach dem physischen Tod zeigt, ob und wie wir erneut reinkarnieren oder nicht. Wie erklärst du Karma? Abgesehen davon, dass ich mittlerweile Karma als sehr relativ betrachte, weil Karma setzt ja Zeit voraus. Und wenn es Zeit und Raum nicht gibt, wird es schwierig mit Karma. So tief wollen wir jetzt aber nicht eintauchen, ist schon gar nicht jetzt gegen Ende unseres Gesprächs, aber ich definiere Karma als Folge. Ist einfach die Folge von etwas, was geschieht. Folglich auch von dem, was ich tue. Es ist also nicht eine Strafe oder eine Lehre in dem Sinne. Gelernt hat man das Gesetz des Karmas schnell. Rufst du in die Berge Hallo, kommt fünfmal Hallo zurück. Das heißt, meine Aktion
lässt eine Reaktion entstehen. Ja, jede Aktion erzeugt eine Reaktion. Gut, jetzt haben wir es begriffen. Jetzt müssen wir nur noch erkennen, dass alles, was auf uns zukommt, eine Reaktion ist auf das, was wir als Aktion gesetzt haben. Und wenn wir aufhören damit, hört auch das Karma auf. Wenn wir nichts mehr tun, was etwas auslöst, dann hört das auf, oder? Deshalb ist ja das höchste Ziel gewisser Kreise dieses Nichtstun. Aber das ist leider nicht das richtige Nichtstun. Nichtstun heißt eigentlich schon tun, aber nur das Richtige, nämlich das Instrument in der Symphonie korrekt zu spielen, was die Kinder zum Beispiel machen. Kleine Kinder haben kein Karma, weil sie genau das tun, was sie tun. Hundertprozentig in Übereinstimmung mit dem, was ist, mit dem, was sie sind und mit dem, was sie werden und waren und gewesen. Also einfach eins zu eins. Ich glaube, das Ganze mit dem Karma ist auch ein bisschen ein Konzept dunkler Kräfte, die die Menschen wieder in einem Gefängnis halten. Wenn du was falsch gemacht hast, musst du es wieder in Ordnung bringen. Du hast Karma, deshalb musst du jetzt leiden. Das ist dein Karma, dass der andere dich missbraucht hat. Nein, dem anderen gehört eins in die Fresse, wenn er dich missbraucht. Und nicht, dass du dich bückst und sagst, es ist mein Karma, es tut mir leid und ich vergebe dir. Das ist nicht gemeint. Das ist ein komisches Konzept der Friedfertigkeit, welches verdammt gut verpackt ist, aber am Ende dazu führt, dass die bösen Menschen alles mit uns tun und lassen können, was sie wollen. Und wir sind immer still und vergeben und eben, wie die Deutschen, keiner steht auf. Ja, ist ja bei uns auch so. Nein, hat nicht der Erzengel Michael ein Schwert? Ja, man soll es auch mal benutzen. Ja, aber Gewalt ist schlecht, Gewalt ist böse. Bist du sicher? Stell dir mal vor, du bist ein Sniper, du hast ein Scharfschützengewehr und du hast jetzt gerade in deinem Visier einen Attentäter, der eine Bombe unter dem Schulbus mit 30 Kindern drin platziert. Unter anderem ist auch deins mit drin. Aber du bist jetzt am Drücker. Erschießt du ihn oder nicht? Fragst du mich das jetzt? Nee, ist rein rhetorisch gefragt. Für die Leute zu Hause, die denken, Gewalt ist immer schlecht, ist es ja, eben nicht immer. Nee. Ja? Weil die Natur zeigt es uns auch. Der Regen zerstört die Blätter manchmal, die Pflanzen macht Löcher, der Hagel zum Beispiel, oder? Die Sonne, die zerstört den Schnee im Winter, oder? Lässt ihn wegschmelzen und so. Es ist die ganze Zeit Werden und Vergehen im Gange. Diese ganze Bewertungsgeschichte machen wir, weil wir das natürliche Gefühl nicht mehr haben sollen zwischen was ist richtig, was ist nicht richtig. Was ist in Harmonie mit der Schöpfung und was nicht. Und was nicht in Harmonie ist, wird niemals gewinnen. Es geht prinzipiell nicht. Du kannst, jetzt ist dunkel draußen, also bei uns in der Schweiz. Wenn ich jetzt das Fenster, dir auch, so, wenn wir jetzt die Fenster aufmachen, wird es dann dunkler in deinem Zimmer? Nein, warum nicht? Weil Licht brennt. Ja, das heißt, wo Licht ist, ist kein Schatten. Aber wo Schatten ist, ist immer Licht. Und wenn du dich in deinem Leben in einem schattigen Loch befindest, schaue nach dem Licht. Und wenn du irgendwann stirbst und nach dem Licht schaust, renn nicht einfach zu jedem x-beliebigen Licht. Denn du musst fühlen, welche Qualität das Licht beinhaltet. Und wenn du nicht gelernt hast, und zwar hier auf dieser Erde, wie das mit dem Fühlen wirklich geht, dann hast du nachher, wenn du stirbst, schlechte Karten. Lerne es jetzt. Wir sind hier, um all das beherrschen zu lernen, was wir nachher brauchen. Und die meisten Menschen, die sterben, haben nichts davon gelernt. Kein Wunder kann man ihnen sagen, schau, ich bin Gott und du musst jetzt nochmals da rein. Oh ja, mein Lieber, ich gehe. Ja. Der liebe Gott ist nicht der, der dir sagt, was du zu tun hast. Der ist der, der dich erinnert an das, was du bist.
Das war fast schon ein wunderschöner Schlusssatz, aber ich würde dir gerne noch einen mitgeben, denn welche Botschaft möchtest du denn gerne noch unseren Zuhörern mitteilen? Also ich mache das fast schon regelmäßig und es klingt schon ein bisschen platt und einfach, aber ich möchte wirklich betonen, dass es das Höchste ist, auch wenn es so einfach klingt, was du tun kannst, um deine Ziele zu erreichen. Und zwar folge stets deinem Herzen. Sage, was du denkst, tue, was du fühlst und lass dich nicht beirren. Bleib bei dir, bleib in deinem Gefühl. Und manchmal ist das stärkste Zauberwort, Nein zu sagen. Immer dann, wenn die Welt da draußen dich von dir wegbringen will. Wir alle wissen, dass du ein wundervolles Wesen bist und dass du niemals jemandem bewusst Schaden zufügen würdest. Deshalb müssen wir unsere Unbewusstheit durchdringen und die Klarheit, die wir suchen, ist die Klarheit des Herzens. Die haben wir alle mit auf den Weg bekommen. Lasst sie uns leben. Lasst uns dieser Kraft mal vertrauen und wenn wir den Weg des Herzens alle gemeinsam gehen, werden wir uns am Ziel treffen. Weil alle Herzenswege führen zum selben Ziel. Und ich freue mich schon so auf dich. Ich bin nur hier, weil du noch hier bist, sonst wäre ich schon lange weg. In diesem Sinne, folge deinem Herzen. Du möchtest mehr über Bruno Württemberger erfahren? Dann schau jetzt einmal in unsere Beschreibung. Dort haben wir alle wichtigen Seiten von ihm verlinkt. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann lass uns gern einen Like oder Kommentar da und vergiss nicht, es mit deinen Freunden zu teilen. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten, hier und jetzt.